Ja, schönen guten Abend. Freue mich, dass ich hier sein darf und über Neosozialismus sprechen darf. Ich will vorausschicken, als ich die Thesen geschrieben habe, das war 2017, im Zusammenhang mit Diskussionen in einer eher akademisch geprägten Gruppe, dem sogenannten Kolleg Postwachstumsgesellschaften, auch noch gefördert von der Deutschen Gesellschaft für von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, also sozusagen dem reputiertesten Forschungsförderer in der Bundesrepublik, war ich mir nicht ganz sicher, ob das wirklich sinnvoll ist, was ich da mache, weil ich genau dieses polarisierende Echo erwartet hatte, von dem Karl-Heinz Heinemann schon gesprochen hat. Der Hintergrund, warum ich das angefangen habe, es waren eigentlich drei Gründe. Der erste Grund war, dass wir intern im Kolleg, das ich mit Stefan Lessenich, Hartmut Rosa zusammen mache, ich bin der Sprecher des Kollegs, immer so eine vage Chiffre hatten für eine bessere Gesellschaft, die hieß Postwachstumsgesellschaft, demokratische Postwachstumsgesellschaft. Das Problem war ein bisschen, dass ich den Eindruck hatte, nicht nur den Eindruck hatte, sondern dass ich auch zeigen konnte, dass dieser Begriff von allen möglichen politischen Lagern vereinnahmt wird und den letzten Anstoß, das ad acta zu legen oder das als einen zu unbestimmten Begriff zu begreifen, hat die Tatsache bedeutet, dass die äußerste Rechte in der Schweiz und auch die neue Rechte in Frankreich sich diesen Begriff geklaut haben. Postwachstum als positive Vision und das mit Inhalten versehen, die nicht meine sind. Der zweite Grund waren Interviews, die ich mit meiner Forschungsgruppe gemacht habe im Gewerkschaftsbereich. Und wir haben unter anderem befragt aktive Betriebsräte und Gewerkschafterinnen, Gewerkschafter, insbesondere Männer, im Osten der Republik, aber nicht nur im Osten der Republik, die aus ihrer Sympathie für Pegida und die AfD keinen Hehl gemacht haben. Und da war interessant, dass die durch die Bank gesagt haben, mit dem System stimmt was nicht. Also der Grundgedanke, dass die Gesellschaft auf einer schiefen Ebene ist und es rutscht immer weiter ins Negative, der war bei denen deutlich zu spüren. Die haben auch sehr deutlich gemacht, dass es nicht reicht, hier irgendwie ein Schräubchen zu drehen oder da ein Schräubchen, ein bisschen mehr Soziales. Das ist nicht ihr Punkt, sondern die ganze Gesellschaft ist auf einer schiefen Ebene. Mit Systemen verbannen und verbinden die außerordentlich Diffuses. Das ist ein Platzhalter für alle möglichen gefährlichen Mächte, die sich gegen das deutsche Volk verschwören. Vom Finanzkapital bis zu der Europäischen Union, weiß der Teufel was. Aber jetzt glaube ich nicht, dass die unbedingt für Sozialismus empfänglich wären. Aber sie machen auf eine, sozusagen, oder haben in den Interviews auf eine Lücke implizit hingewiesen, die ich schon lange sehe, auf der politischen Linken, auch der gesellschaftlichen Linken. Der Hans-Jürgen Urban hat das in diesem Buch, das da zu sehen ist, bezeichnet als: Uns fehlt etwas, das keinen Namen mehr hat. Also die Vision einer besseren Gesellschaft, für die es einfach keine Begriffe gibt. Ja? Und das macht sozusagen die linken Diskurse insgesamt nicht glaubwürdiger, so sage ich das mal. Und der dritte Grund ist gewesen, dass wir verzeichnen konnten eine überraschende Renaissance des Begriffs Sozialismus. Das ist schon ein bisschen veraltet, das ist aus der FAZ. Und spricht über Jeremy Corbyn. Aber wir verzeichnen in Ländern, wo wir es gar nicht mehr erwartet haben, ein Comeback des Begriffs demokratischer Sozialismus. Das geht jetzt über Corbyn, ist schon ein bisschen veraltet, weil Corbyn bereits wieder in Schwierigkeiten ist. Aber nur mal, um darauf hinzuweisen, die Labour Party ist inzwischen die mitgliederstärkste sozialdemokratische Partei Europas, hat Hunderttausende von neuen Mitgliedern gewonnen, meist junge Leute, die aufgrund sehr organisierter Initiativen eingetreten sind und mit dem klaren Ziel, die Labour Party auf einen linken Kurs einzunorden, der öffentliches Eigentum wiederentdeckt und der quasi eine Revision von New Labour und Tony Blairs Politik bedeutet. Wo man das aber noch deutlicher sehen kann oder wo es noch überraschender ist, sind die USA.
Das hätte ja niemand erwartet. Ich glaube, es ist so fünf, sechs Jahre her, als wir eine Debatte hatten mit einem Organizer, der damals noch für Barack Obama den Wahlkampf in einem Bundesstaat organisiert hat. Waren Trotzkist, Zach Exley. Und bei mir sagte der, wenn der Sozialismus irgendwo eine Zukunft hat, dann bei uns. Weil wir haben keine negative Tradition, keine negativen Experimente mit Sozialismus. Und deshalb wird der Sozialismus bei uns eines Tages blühen. Darauf haben wir noch ein Bier getrunken und haben den für ziemlich spinnert und verrückt erklärt. Und zwei Jahre später hatten wir aber schon die ersten Grassroots-Erfolge. Und mittlerweile, und dann hatten wir Bernie Sanders, der jede seiner Reden in der Wahlkampagne der Zurückliegenden, jetzt haben wir ja eine neue, angefangen hat mit dem Satz, I'm a Democratic Socialist. Er hätte auch sagen können, ich komme geradewegs aus der Hölle. Das wäre in den USA in etwa das gleiche Kaliber gewesen. Aber er wurde jetzt vor einem Jahr etwa oder anderthalb Jahren von der New York Times gefragt, ob er nicht das S-Wort hätte besser vermeiden sollen. Weil dann wäre seine Kampagne vielleicht erfolgreicher gewesen. Dann hat er gesagt, nee, das sei genau richtig gewesen, provokant. Die jungen Leute hätten angefangen zu googeln, was Democratic Socialism ist. Und dann hätten sie gesehen, freie Bildung und so weiter, gute Projekte. Und dann hätten sie für ihn gestimmt. Also die Provokation muss sein. Und wenn man der New York Times glauben darf, die New York Times hat eine Umfrage repräsentativ in den USA gemacht, dann verbindet eine relative Mehrheit der Befragten mit Socialism inzwischen nur oder fast nur Positives. Das heißt nicht, dass wir da demnächst die Revolution haben, ja. Aber es ist doch erstaunlich, dass es eine solche Begriffsrenaissance gibt in Ländern und an Orten, wo man es eigentlich nicht glaubt und auch unter Bedingungen, wo das eigentlich nicht sehr wahrscheinlich ist, dass es dazu kommt. So, das waren im Grunde die, also mit ein paar Aktualisierungen, die drei Gründe, die mich bewogen haben, dann anstelle von demokratischer Postwachstumsgesellschaft dafür zu plädieren, dass wir als Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, Soziologinnen und Soziologen eine neosozialistische Option zumindest experimentell wieder zu diskutieren haben. Wir schreiben ja keine Programme als Wissenschaftler, aber wir können einen Diskursraum gestalten, wo dieser Begriff wieder ausgesprochen wird. Was das in der Soziologenwelt, Soziologinnenwelt bedeutet, können sich manche vielleicht ausmalen. Also ich weiß nicht, wie viele Soziologinnen und Soziologen im Professorenamt den Begriff demokratischen Sozialismus in den letzten 10 Jahren in den Mund genommen haben. Das müsste man mal googeln. Vielleicht kommt man dann zu einem deprimierenden Ergebnis. Aber inzwischen darf ich das sogar als Herausgeber des Berliner Journals für Soziologie sagen und ich werde von meinen Mitherausgebern nicht gesteinigt dafür. Das ist immerhin schon ein Fortschritt. So, das zu den Hintergründen, warum eigentlich, wie es zu dieser Debatte gekommen ist. Im Kolleg ist es dann so gewesen, das Kolleg funktioniert nach dem Prinzip der konstruktiven Kontroverse. Das heißt, Thesen werden diskutiert und mit konträren Meinungen versehen. So ist das Buch auch aufgebaut. Also auf mich antwortet Hubertus Buchstein, ein Politikwissenschaftler aus Greifswald, der auch eine linke Vergangenheit hat. Aber in einem Nebensatz, ich bin ja in Marburg sozialisiert, als Enkel sozusagen der Marburger Schule, Wolfgang Abendroth, in einem Nebensatz klingt das bei Hubertus Buchstein an. Für einen Marburger sei das schon ganz schön gut, was ich sage, wenngleich zumindest 70% Retrosozialismus, aber immerhin. Ja? Jetzt muss man wissen, das wird jetzt hier alles aufgezeichnet, aber ich glaube, das ist jetzt kein Geheimnis. Der Hubertus Buchstein hat der Marburger Schule jede Art von Wissenschaftlichkeit abgesprochen. Beim Bier erzählt er immer, wie er von einem Mitglied der sozialistischen deutschen Arbeiterjugend in Marburg mal verprügelt wurde. Das scheint ein biografisches Schlüsselerlebnis für ihn gewesen zu sein. Das ist ja auch überhaupt nicht angenehm, wenn das passiert sein sollte. Und ich habe keinen Zweifel daran, dass es tatsächlich passiert ist. Aber man muss sagen, er hatte auch eine linke Vergangenheit, wie so viele von uns in meinem Alter, die jetzt in bestimmten Positionen sind. Er selbst war, würde er beim Bier erzählen, auch in einer Gruppe aktiv, die sich Kommunistischer Bund nannte, von den maoistischen Gruppen aus meiner Sicht die beste war. In der Anti-AKW-Bewegung ziemlich
persönlich aktiv nicht, aber auch mit ein paar Fehlern in der Analyse und insbesondere am Schluss dann mit der Rechtfertigung der Politik der sogenannten Viererbande, das war natürlich dann auch nicht mehr so richtig toll und auch nicht gerade gewaltfrei, aber das haben wir so an uns und das zeigt gleich das erste Problem dieser Sozialismusdebatte. Leute in meinem Alter fallen immer oder laufen immer in die Gefahr, gewissermaßen die alten Fraktionierungen, die die jungen Leute, die zum Beispiel bei Students for Future mitmachen, überhaupt nicht mehr kennen und auch glücklicherweise nicht mehr kennen, würde ich sagen, die zu reproduzieren. Und das ist ein erstes Problem, auf das ich nur aufmerksam machen möchte, weil ich es jetzt nicht weiter ausbauen will. Ich will so vorgehen, dass ich die 8 Thesen, die dann später in den Blättern für deutsche und internationale Politik veröffentlicht worden sind, knapp durchgehe und aber auch schon mal mit ein paar neuen Überlegungen versehe, soweit ich das kann. Ich mache die Hauptanalyse oder den Hauptteil des Vortrags bei dem, was ich ökonomisch-ökologische Zangenkrise nenne und was daraus folgt für einen neuen Sozialismus. Und gehe die anderen Thesen nur sehr knapp durch und kann aber in der Debatte immer noch etwas dazu sagen. Als Soziologe sollte man, wie Pierre Bourdieu gesagt hätte, seine Position im Feld klar machen. Ich habe sie schon so ansatzweise verdeutlicht. Ich komme aus Marburg, wie gesagt, Enkel der Abendrotschule, war dort auch politisch organisiert, links von der SPD, und hat aber sozusagen in dem letzten Drittel dieser Phase mich stark orientiert an der italienischen kommunistischen Partei, deren linken Flügel oder Strömung, könnte man besser sagen, es war kein Flügel, die repräsentiert wurden in der Partei durch Pietro Ingrao, den späteren dann auch Parlamentspräsidenten in Italien, der auch, ja, ich kann ihn, glaube ich, als Freund bezeichnen. Und außerhalb der Partei war das Rossana Rossanda um die Gruppe Il Manifesto. Es gibt ein schönes Buch, auf das ich auch noch eingehe, von Lucio Magri, das heißt der Schneider von Ulm, ist eine kurze Geschichte des PCI und behandelt die Frage, warum die italienische Kommunistische, ob es eine Chance gegeben hätte, das C im Namen des PCI zu bewahren. Und er kommt zu einem vorsichtigen Ja, nachdem das Buch zu Ende war. Das hat er seiner Frau versprochen, dass er es zu Ende schreibt, hat er sich umgebracht. Seine Frau war gestorben. Das führt aber dazu, dass in diesem Buch keine Zeile überflüssig ist. Ja, ich kann es nur empfehlen. Und der Antrag, der niemals zur Abstimmung gestellt wurde auf dem entscheidenden Parteitag des PCI, der pro C war, also das kommunistisch im Namen des PCI zu behalten, den hat er verfasst. Wenn man den liest, er ist im Buch dokumentiert, dann stößt man auf eine der Quellen des Neosozialismus, über den ich spreche. Damit bin ich jetzt auch schon ein paar Bemerkungen, also These, bevor ich zu den Thesen komme, eine Sache oder zwei Sachen noch voraus. Warum eigentlich Sozialismus? Soll man den Begriff überhaupt wieder gebrauchen? Es gibt viele Linke, die sagen nein. Also beispielsweise der Paul Mason, der so einer der Stichwortgeber ist für New Labour, spricht von einem neuen radikalen Humanismus und möchte das S-Wort tatsächlich vermeiden. Ich tue das deshalb nicht, weil ich glaube, dass der erste Fehler, den die Linke begehen könnte, derjenige wäre, die eigene Geschichte zu verleugnen. Und zwar mit allem, was positiv und dem vielen, was auch negativ ist. Das S-Wort, also das Sozialismus-Wort zu benutzen, bedeutet, sich auf die Geschichte des Sozialismus zu beziehen. Und das beinhaltet viel vom Stalinismus bis zu den gescheiterten Versuchen, einen freiheitlich-demokratischen Sozialismus zu praktizieren, etwa in der Tschechoslowakei 1968. Und diese Geschichte darf nicht verdrängt werden, auch um zu vermeiden, dass sich das wiederholt, was wir nicht wollen, ja, also etwa stalinistisch geprägte Diktaturen oder Ähnliches. Das ist ein wichtiger Punkt. Der zweite Einwand, der immer kommt, ist, warum eigentlich Neo? Warum sagst du Neo? Da steckt eine ganz schlichte Überlegung dahinter. Ich wollte deutlich machen, dass ich nicht einfach wieder zu irgendwas zurückkehren will. Und ich hatte aber noch was anderes im Hinterkopf. Nach 1945 schien der Liberalismus völlig erledigt. Total erledigt. Ja, niemand hätte einen Pfifferling dafür gegeben,
dass die Liberalen wieder aufstehen. Sie haben angefangen in kleinen Zirkeln und Perry Anderson, linker Wissenschaftler, Herausgeber der New Left Review, einer der einflussreichsten linken Zeitschriften weltweit, hat 1989 einen Aufsatz geschrieben, wo er sozusagen sagt, schaut euch mal an, was die Liberalen gemacht haben. Sie haben sich neu organisiert, zunächst in kleinen Thinktanks, haben ihre Theorie neu ausgearbeitet, haben ihre Leute platziert und das Ganze nennt sich Neoliberalismus und bestimmt jetzt die politische Agenda. So, und damit habe ich jetzt einfach gespielt und habe gesagt, jetzt nimmst du das Ding mal Neosozialismus, weil damit erstens klar wird, wo wir wieder anfangen müssen. Ganz, ja, soll ich sagen, tief unten oder bei den Wurzeln. Zweitens aber verbunden mit der Hoffnung, dass etwas, was völlig zerstört scheint, tatsächlich revitalisiert werden kann, also neue Kraft gewinnen kann. Deshalb habe ich das Neo davor gesetzt. Ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass das, wenn es zu einem Begriff werden soll, der jetzt politische Programmatik prägt, dass dann nicht mehr Neosozialismus heißen wird. Ja, auch darauf gehe ich dann später nochmal ein. Aber sozusagen für die Eröffnung der Debatte schien mir das erstmal angeraten, diesen Begriff zu verwenden. So, jetzt zu den Thesen. Die ersten mache ich jetzt sehr kurz, obwohl auch die längere Ausführungen verdient hätten. Die ersten beiden Thesen beschäftigen sich damit, woran bisherige Sozialismen gescheitert sind. Und eigentlich gibt es zwei Antworten. Die erste Antwort ist jetzt wenig überraschungsfrei, steht auch in den Thesen so gar nicht drin, wird aber dann im Buch thematisiert. Bisher sind alle Sozialismen, alle bestehenden oder erprobten Sozialismen darin gescheitert, eine effiziente Wirtschaft zu kreieren, die sozusagen die Sozialleistung und die Sozialpolitiken, die diese Gesellschaften dann praktizieren, aus Gründen normativer und erwünschter sozialer Gleichheit und politischer Gleichheit, die nicht in der Lage, also keine dieser bisherigen sozialistischen Gesellschaften war in der Lage, dieses Gap zwischen effizienter Wirtschaft und egalitärer Wirtschafts- und Sozialpolitik tatsächlich zu realisieren. Das gilt zum Beispiel für die DDR. Es gilt aber beispielsweise aktuell auch für Kuba, Venezuela und andere Gesellschaften. Ich würde das jetzt mit einer Einschränkung versehen, weil wenn man genauer hinschaut, findet man schon linke Experimente, die außerordentlich erfolgreich waren, auch ökonomisch. Das lasse ich aber jetzt mal außen vor, sondern lenke die Aufmerksamkeit auf das zweite Argument, was besonders viel Widerspruch ausgelöst hat, weil ich Hannah Arendt zitiere. Das zweite Argument lautet, alle bisherigen Sozialismen sind darin gescheitert, dass sie kein wirkungsvolles Korrektiv gegen etwas finden, was ich die Tendenz zur Akkumulation politischer Macht nenne. Das ist Hannah Arendt. Das hat deshalb besonders viel Widerspruch ausgelöst. Also Erasmus Schöfer wird sich erinnern an eine Diskussion in Dortmund. Da ist ein Lehrer mit Berufsverbot aufgetreten, der gesagt hat, Mensch, mit Hannah Arendt und Totalitarismustheorie hat man meine Berufsverbote begründet. Ja, was machst du da, Dörre? Der hat mir auch einen langen Brief geschrieben, warum ich sowas nicht machen soll. Dazu will ich Folgendes sagen. Erstens plädiere ich dafür, etwa mit Marxisten wie David Harvey Hannah Arendt genauer zu lesen. Ich wurde damit auch in der Schule traktiert. Allerdings mit einer Version ihres Buchs, die Ursprünge totaler Herrschaft, in der das Imperialismuskapitel fehlte. Das hatte man nämlich rausgelöst. Ja? Das ist so eine der schärfsten Imperialismuskritiken, die man überhaupt zu lesen kriegt. Ja? Und der Ursprung, der Ausgangspunkt der Argumentation ist das, was sie kapitalistischen Besitz als dynamisches Prinzip nennt, das Eigentumsprinzip, das kapitalistische Eigentumsprinzip. Ja? Also das hat es in sich. Nicht? Ich finde aber auch real analytisch was Wichtiges bei Hannah Arendt, weil wir uns damit auseinandersetzen müssen, dass alle linken Regimes, jetzt der Sozialismus des 21. Jahrhunderts in Lateinamerika, aber zum Beispiel auch die Linksregierung in Südafrika, die ja besteht aus kommunistischer Partei, COSATU und ANC, alle Tendenzen entwickeln, sozusagen die Strategien des Machterhalts und der Perfektionierung bürokratischer Herrschaft über die Zivilgesellschaft. Und wir wissen nicht genau, wie wir dieser Tendenz eigentlich entgegenwirken können. Ja.
So, vor diesen Tendenzen sind offenbar sozialistische Regimes nicht gefeit. Und wenn das so ist, müssen wir diese Gefahr sehr klar vor Augen haben und müssen nach Sicherungsmechanismen suchen, die uns davon abhalten, sollten wir in eine solche Position wiederkommen, ähnlichen Tendenzen anheimzufallen. Und das sind ja offenbar nicht Tendenzen, die was mit schlechten Menschen zu tun haben, das mag auch eine Rolle spielen, sondern das scheint ja ein systemischer Imperativ zu sein, der da wirksam wird. Das ist aus meiner Sicht ein essentieller Punkt, der mich dazu führt, sozusagen als einen ersten Merkposten für einen neuen Sozialismus klarzustellen, was aber, ich habe Paul Schäfer schon gesehen, also an den Debatten, ich erinnere mich an unsere Wohngemeinschaft und die Debatten, die wir dort geführt haben und an einen gewissen Bernd Gäbler, der immer gesagt hat, wir müssen unseren Gegnern Freiheitsrechte garantieren. Das ist absolut wahr. Also auch gestandene Konservative, die sich auf dem Boden der Verfassung bewegen, müssen die Garantie haben, dass sie sozusagen ihre Meinung frei vertreten können, frei äußern können, dass sie politische Organisationen bilden können, dass sie um die Macht ringen können und so weiter. Und es schließt auch ein, das ist eigentlich schon Friedrich Engels, dass ein neues sozialistisches Experiment überhaupt nur legitimiert ist, wenn es von gesellschaftlichen Mehrheiten getragen wird. Sind die nicht da, kann es weder beginnen, und wenn man sie verliert, die gesellschaftlichen Mehrheiten, dann muss man sozusagen das Experiment mindestens überdenken, möglicherweise revidieren und anderes zulassen. Daran würde ich eisern festhalten. Jetzt kommt meistens die erste Debatte, wäre jetzt Dietmar Dart im Saal, nicht, der gerade mit einigen anderen Lenins Imperialismus-Schrift wieder neu herausgegeben hat und da nebulös über irgendwelche Professoren redet, die immer glauben, sie könnten es mit Überzeugung und Demokratie und ohne Gewalt machen, hahaha. dann würde jetzt ein massiver Einspruch kommen, der ist auch in Teilen berechtigt, können wir in der Debatte noch darauf eingehen. Ich würde aber an dieser Stelle auch schon hinzufügen, ich bin völlig sicher, dass eigentlich weltweit, aber insbesondere in den entwickelten kapitalistischen Gesellschaften eine sozialistische Option gewaltfrei sein muss. Gewaltfrei sein muss. Ich glaube, dass beim heutigen Stand der Waffentechnologie es völlig unsinnig ist, mit Waffengewalt irgendwelche gesellschaftlichen Weichenstellungen vornehmen zu wollen. Und selbst das Verteidigen eines sozialistischen Experiments mit Waffengewalt ist problematisch. Ja, wir sehen, was passiert im arabischen Raum gegenwärtig, auch wenn da keine sozialistischen Experimente kaputt gegangen sind. Ja, aber es ist hochproblematisch, sozusagen tatsächlich mit Waffengewalt den Weg in die bessere Gesellschaft bahnen zu wollen oder diesen Weg fortsetzen zu wollen. Wenn man dem zustimmt, hat das eine Menge Implikationen. Ja, dann bleiben sozusagen die Möglichkeiten der Gegenmacht, die bleiben ziemlich reduziert. Und es bedeutet aber auch, dass man selbst etwa für Lateinamerika solche Wege, die auf Waffengewalt setzen, sehr kritisch sehen muss. Meine Kollegen in Südafrika beispielsweise, also Karl van Holt, Eddie Webster, die da auch so ein Forschungsinstitut haben, weisen zu Recht darauf hin, dass die völlig legitime Politik des ANC, also gegen die Apartheid auch zur Waffe zu greifen, dass die bis heute eine Menge auch problematischer Konsequenzen hat. Sie sprechen vom Habitus of Defiance, also einer der Verinnerlichung, dass Gewalt ein Mittel der Problemlösung ist. Und das macht jetzt der ANC-Regierung zu schaffen. Ja. Und nicht nur der, sondern es ist insgesamt problematisch. Also die Brutalitäten gegen weiße Farmer beispielsweise sind natürlich durch nichts zu rechtfertigen. Die Enteignung schon, aber nicht die Brutalitäten. Und das ist ein sehr ernstzunehmendes Problem. Das heißt, Gesellschaften, die sich in einem zivilen Ausnahmezustand befinden, selbst wenn die Gewalt moralisch legitimiert ist, müssen damit rechnen, dass sie Folgen zu tragen haben. So, das jetzt schnell. Das geht doch nicht so schnell, wie ich dachte. Ich will nur darauf hinweisen, wenn man nach Gegenmitteln fragt, ist das wichtigste Mittel natürlich eine reiche demokratische Zivilgesellschaft mit demokratischen Institutionen. Das schließt auch ein, aus meiner Sicht,
dass das Verhältnis zur parlamentarischen Demokratie, insbesondere dort, wo sie existiert, eines sein muss für ein neues sozialistisches Experiment, dass man so zusammenfassen könnte. Legitim aus einer sozialistischen Perspektive, aus einer neosozialistischen Perspektive ist nur der Ausbau von Demokratie, aber nicht die Einschränkung demokratischer Rechte. Das schließt ein, sozusagen die demokratische Verfassung, ihre Institutionen, Parlamentarismus und so weiter tatsächlich, wenn sie zur Disposition stehen, zu verteidigen, wie in den USA beispielsweise, nicht nur dort, in Brasilien, anderswo. Das schließt nicht aus, sondern schließt zwingend ein, dass man die Erweiterung von Demokratie denken kann. Also demokratische Institutionen, die über den Parlamentarismus rausgehen. Beispielsweise, ich greife vor, hat der Ökonom Atkinson angesichts der Machtimbalancen, die es gegenwärtig in allen Gesellschaften gibt, also der Schwäche der im weitesten Sinne demokratischen Zivilgesellschaften gegenüber dem Kapital, für so etwas plädiert, ganz alt, was er Wirtschafts- und Sozialräte nennt. Uralte Forderung, regionale Wirtschafts- und Sozialräte, aber jetzt nicht mehr nur unter Beteiligung von Kapital und Arbeit, sondern der zivilen gesellschaftlichen Initiativen, Umweltbewegungen, Fraueninitiativen etc., die in der Lage sind, die Vielfalt der Zivilgesellschaft tatsächlich in solchen Institutionen zum Ausdruck zu bringen. Das wäre eine Erweiterung von parlamentarischer Demokratie, aber nicht ihre Beseitigung. Nicht? Dafür würde ich auch immer plädieren. So, ich gehe auf die These 3 nicht besonders lange ein. Was spricht gegen eine sozialistische Option? Die Gegenargumente kennen Sie alle. Deshalb will ich da jetzt nicht viel argumentativen Aufwand drauf verwenden, sondern gehe über. Warum? Was spricht jetzt eigentlich in der Gegenwart für das Ausloten einer neosozialistischen Option, die immer einschließen würde, dass es mehrere Neosozialismen oder verschiedene Neosozialismen geben kann? Ich sehe vor allen Dingen 3 Gründe und den ersten walze ich jetzt ein bisschen aus. Beziehe den Hauptgrund meiner Argumentation aus etwas, was ich ökonomisch-ökologische Zangenkrise nenne. Das ist schon angesprochen worden. Was ist mit ökonomisch-ökologischer Zangenkrise eigentlich gemeint? Dazu zeige ich jetzt einige ganz wenige Folien, die aber deutlich machen, worum es geht. Das sind 3 Kurven, die zeigen den Highway to Hell. Alle AC/DC-Fans wissen, was gemeint ist, aber ich habe das auch gezeigt vor 2000 Studierenden, die in Leipzig Students for Future gegründet haben vor einigen Wochen. Und seitdem heißt das jetzt Highway to Hell. Also das kam aus dem Auditorium gewissermaßen, habe ich nicht selber erfunden. Was zeigt das? Die rote Kurve zeigt das weltweite Wirtschaftswachstum und zeigt den Einbruch dieses Wirtschaftswachstums zum Höhepunkt der großen Krise 2009. Ne? Da kommt die tiefe Zäsur. Die untere Kurve, die grüne, zeigt den weltweiten Energieverbrauch. Der ist absolut zurückgegangen, letztmals in den 1980er Jahren. Seitdem steigt er kontinuierlich. Und übrigens 10% davon gehen bereits auf die Internetnutzung. Und wenn wir auf E-Mobilität umschalten, sollt ihr mal sehen, was passiert. Ja? So, und da stellt sich ja die Frage, woher kommt der Strom? Wir wissen aus der Steckdose, aber dahinter verbirgt sich noch was. Ja. So, das Wichtigste ist die obere Kurve, das sind die weltweiten CO2-Emissionen. Und die weltweiten CO2-Emissionen gehen, das sieht man hier an der ganz zaghaften Kurve da, weil so ein langer Zeitraum überbrückt wird, ist das eine sehr kleine Kurve. Die weltweiten CO2-Emissionen sind letztmals zurückgegangen, genau in dem Jahr, als das Wirtschaftswachstum so dramatisch eingebrochen ist, 2009. Und zwar nicht deshalb, weil die Wirtschaft ökologischer geworden ist, sondern weil die weltweite Industrieproduktion eingebrochen ist. Victor Cruz nennt das Degrowth by Disaster. Also das Wachstum bricht zusammen, die industrielle Produktion bricht zusammen, deshalb weniger Emissionen. Das, was man ökologisch wünscht, wird durch ökonomisches Desaster erreicht. Mit dem Zeitpunkt der Überwindung der akuten ökonomischen Krise 2010 steigen die Emissionen sofort auf Rekordwert. Sie halten an mit dem Effekt, dass wenn man einerseits nimmt den Bericht des Weltklimarates IPCC,
der argumentiert, das, was wir anstreben müssen, ist eine 1,5 Grad Erwärmungswelt, immer gemessen am industriellen Ausgangspunkt. Gegenwärtig bei Anhalten dieser Trends, die die Kurven des Highway to Hell zeigen, steuern wir auf eine 4 bis 5 Grad Erwärmungswelt zu. Laut IPCC ist der Klimawandel überhaupt nur einigermaßen beherrschbar im Rahmen dieser 1,5 Grad Erwärmungswelt. Selbst die 2 Grad Erwärmungswelt bedeutet, dass der Klimawandel in vielen Erdteilen außer Kontrolle gerät. Dass er jetzt schon tötet, muss man immer im Hintergrund haben. Nicht? 0,1% durchschnittliche Erwärmung in der Sahelzone bedeuten Hunger und Tod. Fluchtgründe und Ähnliches. Ja? Das muss man auch vor Augen haben. So, das hält das an, steuern wir, wie gesagt, auf eine 4 bis 5 Grad Erwärmungswelt zu. Das ist Teil 1 der ökonomisch-ökologischen Zangenkrise. Jetzt zeige ich Teil 2, das betrifft die Verteilung des weltweiten Bruttoinlandsprodukts, BIP. Die Verteilung des Kuchens, der zusätzlich geschaffen wird. Das ist die Vermögenspyramide. Das ist die Vermögenspyramide, die Credit Suisse zeigt, das Forschungsinstitut einer Schweizer Bank. Die ist immer besonders an den oberen Segmenten interessiert, weil sie sozusagen Anlagemöglichkeiten für die großen Kapitale sondiert. Ich gehe jetzt auf die einzelnen Zahlen nicht ein, würde zu lange dauern. Aber was das zeigt, ist, dass eine winzige Minderheit über die Hälfte, etwa knapp die Hälfte, mehr als 44% des weltweiten Vermögens verfügt, während weit über 60% der erwachsenen Erdbevölkerung weniger als 2,6% des weltweiten Vermögens haben. So, das ist eine vorrevolutionäre Situation, hätte der alte Trierer Philosoph gesagt. Leider sind wir weit davon entfernt, diese herbeiführen zu können. Es fehlen sozusagen die Subjekte und die Programme. Das ist Teil 2 oder der weitere Beleg für das, was ich da zeigen will, für die ungleiche Verteilung des BIP. Das sind die bereinigten Arbeitseinkommen, die zeigen den Anteil der Arbeitseinkommen am BIP durchschnittlich, und zwar bezogen auf die Industrieländer. Und man sieht eine Kurve, die einen Klassenkampf von oben zeigt, das heißt, der Anteil der Arbeitseinkommen am zusätzlich erzeugten Reichtum in der Gesellschaft wird immer kleiner. Das ändert sich seit 2013 wieder ein bisschen, auch in der Bundesrepublik, aber weit davon entfernt, das Ausgangsniveau der 1980er Jahre zu erreichen. Diese Kurve stammt vom IWF, also vom Internationalen Währungsfonds, und er nennt drei Gründe für diese Kurve. Erstens der technologische Wandel und die Ersetzbarkeit von lebendiger Arbeit, zweitens die Marktmacht der großen Unternehmen und drittens die Schwäche der Gewerkschaften. Summa summarum, Klassenkampf von oben, der zu diesem Ergebnis führt. So, jetzt könnte ich noch ein bisschen zeigen, lasse ich jetzt aber weg, das ist bedeutet zu viele Erklärungen, die ich geben muss. Ich fasse jetzt mal zusammen, was ökonomisch-ökologische Zangenkrise meint. Hier, das kann ich vielleicht noch erklären. Nach der Krise 2008, 2009 bleiben die Wachstumskurven in den entwickelten kapitalistischen Ländern, die Wachstumsraten relativ flach. Also es gibt eine Rückkehr zum Wachstum, aber die Wachstumsraten, die Raten des ökonomischen, also des BIP-Wachstums, bleiben relativ flach, was in der Konsequenz einfach nur bedeutet, nicht, wir haben ja ein Wachstumsförderungsgesetz in der Bundesrepublik, da ist man so in etwa davon ausgegangen, 3% Wachstum braucht es immer, um die sozialen Konflikte abzufedern, genügend Arbeitsplätze zu schaffen und so weiter. Wir haben jetzt bezogen auf die letzten 10 Jahre 1,5% Wachstum und die Kurven gehen deutlich runter, nach unten. Das bedeutet schlicht, wenn die Wachstumskurven und die Wachstumsraten flach bleiben, dass die Verteilungskämpfe härter werden. Ja. Also wir haben nicht nur eine immer stärkere Ungleichverteilung des gesellschaftlichen Reichtums, sondern wir haben auch eine Entwicklung, die zur Eskalation von Verteilungskonflikten führt. So, was meint jetzt in diesem Zusammenhang ökonomisch-ökologische Zangenkrise? Ich fasse zusammen. Das wichtigste Mittel zur Überwindung von Krisen, von ökonomischen Krisen im Kapitalismus, ist die Erzeugung von Wirtschaftswachstum. Unter den gegebenen Bedingungen, den Status-Quo-Bedingungen, also bei relativ schwachen Gegenkräften, so würde ich es mal formulieren, gewerkschaftlicher Organisationsgrad der Bundesrepublik gerade nochmal 18%,
In Frankreich in der Privatwirtschaft gerade mal 7%. Ja? Nur mal um ein paar Zahlen zu nennen, das deutlich zu machen. Also unter den gegebenen Bedingungen, also den Status Quo-Bedingungen, bedeutet die Erzeugung von wirtschaftlichem Wachstum dort, wo sie überhaupt gelingt, nicht mehr, dass viele davon profitieren, sondern es bedeutet in der Konsequenz, dass der Reichtum immer ungleicher verteilt wird. Aber der entscheidende Punkt ist, dort, wo Wachstum erzeugt wird auf der Basis von fossilistischen Energien und extensivem Ressourcenverbrauch, führt dieses wichtigste Mittel zur Überwindung ökonomischer Krisen zwangsläufig zur Zuspitzung ökologischer Großrisiken und Gefahren ökologischer Krisen. Also es ist eine Skiller- und Charybdis-Situation. Wirtschaftswachstum brauchst du, um Arbeitslosigkeit, Armut möglichst gering zu halten und die sozialen Kräfte zu integrieren in entwickelten kapitalistischen Gesellschaften. Wenn du das Wirtschaftswachstum aber auf der Grundlage fossilistischer Energien und extensiven Ressourcenverbrauch realisierst, verschärfst du die ökologische Krise. Skylla und Charybdis. So, und diese Zangenkrise ist es, die dazu führt, dass auch die kapitalistischen Eliten ratlos sind. Also wenn Sie verfolgen die Diskussion auf dem Weltwirtschaftsforum zu Davos oder die Debatten an der Wall Street, dann sind die sehr viel radikaler als die Soziologen, nicht? In ihrem Durchschnitt, weil die sagen, der Kapitalismus hat versagt, befriedigt die Bedürfnisse der Menschen nicht mehr und so weiter. Was sie nicht daran hindert, natürlich nach Wegen zu suchen, ihn wieder zu restabilisieren. Aber das ist sozusagen der entscheidende Punkt. Ich würde daraus, aus dieser Zangenkrise, folgende Schlussfolgerung ziehen. Ob wir wollen oder nicht, geraten Gesellschaften unseres Typs in eine große gesellschaftliche Transformation. Im Grunde stehen sie vor der Wahl, entweder gelingt es ihnen, Wirtschaftswachstum sozial und ökologisch nachhaltig zu machen, oder wir benötigen Gesellschaften, die in der Lage sind, sich hoffentlich demokratisch zu stabilisieren, ohne dass sie auf den Zwang zu permanenten, raschen Wirtschaftswachstum angewiesen sind. Das sind die beiden Optionen. Zumindest Option 2 bedeutet, dass es sich nicht mehr um kapitalistische Gesellschaften handeln kann. Also Gesellschaften, die nicht aus systemischen Gründen nicht wachsen müssen, können keine kapitalistischen Gesellschaften sein. Das müsste ich nochmal erläutern, was ich unter Kapitalismus verstehe. Aber Kapitalismus ist ein expansives System, beruht nach meiner Diktion auf permanenten Landnahmen, also eines nicht kapitalistischen anderen, aber selbst wenn man diese Theorie nicht teilt, ist Kapitalismus sehr vereinfacht. Ich weiß, also alle Marx-Kenner mögen mich jetzt in die Tonne kloppen, ist Kapitalismus GWG' und G' deutet etwas Expansives an. Ja? Ich weiß, dass man jetzt unheimlich differenzieren muss. Nicht? Kapitalismen wie der italienische können unheimlich lange stagnieren, aber die Profite wachsen trotzdem und so weiter. Das lasse ich jetzt mal alles beiseite. Ich würde behaupten, Gesellschaften, die mit einem systemischen Zwang zu permanenter Akkumulation, Beschleunigung, zu permanentem Wachstum brechen, können qua Definition keine kapitalistischen mehr sein. Das würde ich behaupten. So, und sie müssen deshalb noch keine besseren Gesellschaften sein. Es kann auch nachkapitalistische Gesellschaften geben, aus meiner Sicht, die außerordentlich reaktionär sind. Aber wenn die These stimmt, wir befinden uns inmitten einer großen gesellschaftlichen Transformation, die im Grunde eine Nachhaltigkeits-, eine soziale und eine ökologische Nachhaltigkeitsrevolution impliziert, dann ist entscheidend, wie wir die Weichen stellen. Und dazu braucht es einen Kompass. Und für einen solchen Kompass ist der Neosozialismus-Begriff zu gebrauchen. So, das war der Grund jetzt. Ich könnte noch ein paar andere Gründe nennen für Neosozialismus, etwa die digitale Produktionsweise und so weiter. Lasse ich jetzt alles weg. Belasse es bei diesem einen Grund. Also nochmal zugespitzt. Wir befinden uns inmitten einer ökonomisch-ökologischen Zangenkrise, die uns zu einer Nachhaltigkeitsrevolution zwingt, und zwar sowohl sozial als auch ökologisch. Und ich behaupte, dass es der bessere Weg wäre, diese Nachhaltigkeitsrevolution zu verbinden mit
einer der Vision und der Realisierung einer nicht-kapitalistischen Gesellschaft, weil ich es letztendlich für unmöglich halte, dass es so etwas wie einen nachhaltigen Kapitalismus geben kann. Es kann einen grünen Kapitalismus geben, aber keinen nachhaltigen. So, das wäre der Grund jetzt für mich, warum neosozialistische Option. Wie sieht sie aus? Wie kann sie aussehen? Ich muss mal schauen, wo ich diese These habe. Jetzt käme natürlich sozusagen das Modell, nicht? Aus der Tasche gezaubert, Klaus Dörre sagt, wo es lang geht, alle folgen. Und dann hätten wir die Sache im Laufen. Ganz so einfach wird es nicht sein, aber ich schicke mal zwei Sachen voraus, die ich für unzulänglich halte. Ganz häufig kommt der Einwand, der Marx und der Engels haben ja auch nicht schwadroniert über sozialistische Gesellschaften, wie sie aussehen könnten, sondern haben es bei ein paar allgemeinen Prinzipien belassen und dann kommt als erstes immer die Eigentumsfrage, die auch nach wie vor eine zentrale ist. Daran zweifle ich nicht. Ich glaube, dass wir unter den gegebenen Bedingungen und angesichts der Implosion des Staatssozialismus, ich lehre sozusagen auf den Trümmern der alten DDR, eine neo- oder neosozialistische Option nicht prüfen können, ohne zumindest in Umrissen zu sagen, wohin die Reise gehen soll und was sich ändern soll. Wenn wir das nicht tun, ist eine solche Option nicht glaubhaft. Und das verbindet sich aber mit einem zweiten Argument, das taucht in diesem Buch auf. Da wird dann viel Bezug genommen auf Axel Honneth, Repräsentant der Frankfurter Schule, der ja deutlich noch vor mir ein Sozialismusbüchlein geschrieben hat. Das folgte seiner großen Schrift über soziale Freiheit. Und da haben die linken Frankfurter Studenten immer gesagt, Mensch, also soziale Freiheit, das können ja alle sagen und du traust dich ja nichts mehr. Und dann hat er ein Buch über Sozialismus geschrieben, wo folgender Gedanke drin steckt. Der Sozialismusbegriff muss operativ leer bleiben. Lehrer signifikant. Diejenigen, die sich mit Foucault befasst haben, wissen jetzt, wie das gemeint ist. Also es geht darum, ein deliberatives Konzept zu entwickeln. Konzept deliberaler Demokratie, das ist nicht mehr essentialistisch, muss die Inhalte nicht mehr definieren, aber bestimmt die Verfahren, die dazu führen, dass von unten, von allen, die sich der Idee sozialer Freiheit verpflichtet fühlen, immer neue Projekte definiert werden, die dann das ausmachen, was Sozialismus im 21. Jahrhundert sein kann. Das ist bestechend, ja. Also da ist auch vieles Richtige dran und viele meiner Kritiker, allen voran Hubertus Buchstein, aber auch Uli Brandt, Raul Selig und so weiter sagen, das ist es doch. Der hat dir aber gezeigt, wie man das macht. Ich finde, dass der Gedanke Charme hat. Ich glaube aber, dass er nicht ausreicht. Insbesondere, weil ich meine, dass es mit der sozialen Freiheit sehr schwammig ist und dass man schon bestimmter sagen muss, was sich ändern muss, weil ich nicht glaube, dass sich ein Neosozialismus nur von unten definiert. Und vor allen Dingen kann er sich nicht definieren, ohne Machtfragen zu thematisieren. Das ist bei Honneth völlig ausgeblendet. Ja? Also auch bei meinem Freund Hartmut Rosa, nicht? Schreibt er am Schluss seines großen Resonanzbuchs mit der Macht, das hat er noch nicht so richtig im Griff, aber fängt er an, noch drüber nachzudenken. Ich versuche das immer zu befeuern. Ich glaube, das gilt aber auch für diesen Begriff eines deliberativen Sozialismus, der in erster Linie und oder eigentlich nur von unten und projektförmig zu füllen ist. Als Lehrer signifikant. Einen Grund habe ich schon genannt, warum ich damit nicht einverstanden bin. Sozialismus ist kein Lehrer signifikant, hat eine Geschichte. Vor allen Dingen glaube ich aber, dass es in der Geschichte des Sozialismus unabgegoltene Projekte gibt, die nicht nur von unten definiert werden können, die auch ein bestimmtes Verhältnis zum Staat implizieren und so weiter, die aus meiner Sicht definiert und diskutierbar gemacht werden müssen. So, und ich habe 5 Kernprojekte genannt. Ich würde sie jetzt auf 6 erweitern. Ich deute die jetzt nur sehr kurz an und sage dann noch abschließend ein paar Sätze dazu, wie wir diesen neuen Sozialismus realisieren. Ja. Also, was sind die Kernprojekte? Ich gehe sehr schnell durch. Erstens eine gesellschaftliche Regulationsweise, die Maßstäbe etabliert bei den wichtigen Akteuren, also
Politik und Staat, kapitalistische Unternehmen, zunächst kapitalistische Unternehmen, die Nachhaltigkeitskriterien zur Anwendung bringen. Ich würde es so formulieren. Der Test für jede Art von Politik sind soziale und ökologische Nachhaltigkeitsziele. Es gibt einen ganz einfachen Kompass für eine zukunftsfähige Politik. Ziel 1 ist, sinkt der ökologische Fußabdruck und sinken die Emissionen. Ziel 2 ist, steigt die Lebensqualität für jeden frei zugänglich und auch für künftige Generationen. Das erste ist die ökologische Nachhaltigkeit, das zweite die soziale. Übrigens nebenbei, das stammt von Willy Brandt und ist aus der und Olaf Palme und ist aus der Brundtland-Kommission. Mhm. Ja. Klingt schrecklich radikal, ja, heutzutage, aber das ist gar nichts Neues, sondern sozusagen die Essenz dieser Politik, die damals eingeleitet wurde, die in der Sozialdemokratie überhaupt keine Rolle mehr spielt. Da erinnert sich keiner mehr dran. Vielleicht Kevin Kühnert, ja, okay. Oder man müsste es ihm sagen, dass er sich daran erinnern soll. Ja, vielleicht weiß er das auch nicht mehr. Aber so, wenn man diesen Kompass anlegt, dann bedeutet das, dass die Indikatoren des BIP nicht mehr Kriterien für gesellschaftliche Entwicklung sein können, sondern wir brauchen Kriterien, die die ökologische Destruktionskraft unserer Wirtschaftsweise mit abbilden. Wenn sie das tun und auch die soziale Destruktionskraft, das dürfen wir nicht übersehen, dass es die auch gibt, dann kommen wir sofort zu einer anderen Bewertung von gesellschaftlicher Entwicklung. Und das nicht nur bei uns. Also für 2005 hat zum Beispiel die Chinesische Akademie der Wissenschaft ausgerechnet, dass das ganze zusätzlich erzeugte Wirtschaftswachstum, wenn man die ökologische Destruktivkraft dieses Wachstums berechnet, aufgesogen wird durch die Folgeschäden, die ökologischen Folgeschäden. So, und das wäre sozusagen in eine neue gesellschaftliche Regulationsweise zu bringen. Wie ist das zu machen? Unsere Umweltministerin will ein Gesetz für Nachhaltigkeitsziele, schon mal ganz gut. Ich habe unter tosendem Beifall von 2000 Studierenden folgenden Vorschlag gemacht. Nachhaltigkeitsziele in der Verfassung verankern. Und zwar in Artikel 13.2 des Grundgesetzes. Das ist der, der die Sozialbindung des Eigentums definiert. Ich würde sagen, erweitern um Nachhaltigkeitsziele. Und das bedeutet automatisch, wenn Akteure gegen Artikel 13.2 mit seinen Nachhaltigkeitszielen verstoßen, greift Artikel 15. Das ist der Sozialisierungsparagraf. Ja? So, und damit bewege ich mich im Rahmen der Verfassung. Gewissermaßen, also das war ganz nett, ich habe in Leipzig diesen Artikel 15 zitiert, ne? Wie gesagt, also es passten ins Audi Max nur 700 rein, aber die haben die Eingänge noch besetzt. Da waren dann über 1000 drin und draußen waren auch noch unheimlich viele. Wir konnten die Zahlen nur feststellen anhand der Zahl, die sich da ins Intranet einwählen wollten. Nicht? Da wurden 1500 registriert, dann brach das zusammen. Ich habe ihnen dann gesagt, stimmt doch mit Handzeichen ab. Also alte Geschichte bei politischen Versammlungen haben sie dann auch gemacht, klappte. Aber der entscheidende Punkt war, als ich das gesagt habe mit dem Grundgesetz im Artikel 15, sah man, die Organisatoren der Veranstaltung sanken in den Sitzen und haben gedacht, oh wei, das ist jetzt zu radikal. Ja? Ich habe, wie gesagt, nicht dazu gesagt, es ist Grundgesetz. Ja? Aber dann sprangen die auf und tobten, ja, und applaudierten, weiß der Deibel was. Ja? Also das war jetzt ein Punkt für Neosozialismus, mit dem ich auch so nicht gerechnet hatte, hat aber funktioniert. Ja? So, die ersten Verbände fangen an, das zu fordern. Also der BUND hat in Thüringen gefordert, Nachhaltigkeitsziele in die Landesverfassung aufzunehmen. Könnte ja Bodo noch mal machen, nicht? Jedenfalls mal probieren. Selbst wenn er die Mehrheit nicht kriegen würde. Eine Diskussion darum könnte man schon führen und dann müssten zum Beispiel die Christdemokraten begründen, warum sie dagegen sind. Ja? So, also das wäre ein Schritt zu einer neuen gesellschaftlichen Regulationsweise. Es nützt gar nichts, jetzt nur Rechte zu proklamieren, man braucht einen Hammer. Und der Hammer ist in Artikel 15 festgeschrieben. Ja? Man sieht ja, wie aufgeregt diese Kühnert-Debatte da an diesem Punkt gewesen ist und noch immer ist. Das trifft ins Mark und trifft ins Zentrum kapitalistischer Herrschaft. Projekt 2, demokratisches Rückverteilen. Diesen Begriff habe ich aus dem Wirtschaftsdemokratieprogramm der Sozialistischen Partei, der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz genommen. Die haben ein Wirtschaftsdemokratiepapier verabschiedet, in dem wörtlich drin steht, dass es eine Alternative zum Kapitalismus geben muss. A, weil es realisierbar ist, zweitens, weil es in der Luft liegt und drittens, weil wir es können, haben sie geschrieben.
Ja, und die sagen, es geht nicht um Umverteilen, sondern es geht um das Rückverteilen dessen, was uns die andere Seite genommen hat. Und es geht auch nicht nur um Umverteilung oder Rückverteilung von oben nach unten, sondern auch von Nord nach Süd und so weiter, also mehrdimensionales Rückverteilen. Vor allen Dingen sagen sie aber, es kann kein Zurück zu klassischer sozialdemokratischer Verteilungspolitik geben. Das ist das, was die SPD nicht begreift. Also auch die, was weiß ich, wie heißt dieses neue Rentenkonzept? Die sowieso Rente. Grundrente heißt die. Nee, Respektrente oder sowas, ja. Ne? Kann alles sinnvoll sein, aber ein einzelnes solches Projekt wird die Sozialdemokratie nicht retten, ja? Weil man nicht sehen kann, dass das eine Antwort auf die großen Zukunftsprobleme gibt. Die Schweizer Sozialdemokraten sagen, das Entscheidende ist eine Umverteilung von Entscheidungsmacht. Und damit bin ich sozusagen wieder bei dem Artikel 15 Grundgesetz. Faktisch ist es so, dass es winzige Minderheiten sind in den großen marktbeherrschenden Unternehmen, die die Investitionsentscheidungen treffen, die über das Was, Wie, Wozu der Produktion entscheiden, mit allen Konsequenzen, die das gegenwärtig hat. Nehmen wir gerade die Deutsche Bank, ja, da wird dauernd gerätselt, was die in die Krise gebracht hat, ist völlig offensichtlich. Die Kapitalmarktorientierung mit Eigenkapitalrenditen von 25%, die sie nur ein einziges Jahr in ihrer Geschichte überhaupt erreicht hat, die aber sozusagen zu hochspekulativen Geschäften an den Kapitalmärkten geführt haben. Und der Immobiliensektor, den sie neu angeschafft haben, hat niemals die Renditen abgeworfen, die sie brauchten. So, also das muss sich ändern. Umverteilung von Entscheidungsmacht in den Machtzentren, und das sind in erster Linie die großen Unternehmen. Das führt mich zu Punkt 3, radikale Demokratisierung der Wirtschaft, Wirtschaftsdemokratie. Und Wirtschaftsdemokratie schließt vieles ein. Ich beziehe mich in meinem Konzept der Wirtschaftsdemokratie übrigens auf einen Prager Reformer, Uta Schick, der ins Exil in die Bundesrepublik gegangen ist, mehrere Bücher zur Wirtschaftsdemokratie geschrieben hat. Und ich deute nur mal an, was der assoziiert mit Wirtschaftsdemokratie. Direkte, möglichst umfassende Partizipation auf jeder Entscheidungsebene, beispielsweise im Unternehmen vom Shopfloor bis zu den Unternehmensvorständen. Zweitens, gesellschaftliche Planung. Das ist das Unwort, nicht? Also immer, wenn ich meine libertären Freunde am Tisch habe und ich sage Planung, dann ist Stefan Lesse nicht sichtbar, aber andere sofort aus den Sitzen, ja, weil Planung, das ist Bürokratie und so weiter. Ohne Planung geht's nicht. Die großen Unternehmen planen so, dass man das Auto auf Abruf bekommt inzwischen. Also es ist eine ausgefeilte Planung. Das, was wir aber brauchen, ist eine Demokratisierung von Planungsmechanismen. Der Uta Schick hat schon vorgeschlagen, beispielsweise mit Parlamentswahlen zu verbinden, eine direkte Abstimmung über Planvarianten, also über Präferenzen, wie die Ressourcen ausgegeben werden sollen. Und dann kann man entscheiden, für Folgendes, dann geht anderes nicht, gewissermaßen. So, und wenn man die Idee der Wirtschafts- und Sozialräte damit verbindet, dann hat man eine Vorstellung, wie man das praktisch machen kann. Das wäre die zweite Säule. Und die dritte Säule ist aber echte Marktwirtschaft. Das sage ich auch dazu. Es kann nicht darum gehen, bringt mich jetzt auch wieder in Konflikt mit meinen eher linksradikalen Freundinnen und Freunden, mit denen ich intensiv diskutiere, weil die sind für die Beseitigung von Marktmechanismen. Nein, auch das ist ein Vermächtnis der Prager Reformer. Die Kollektivierung der kleinen und mittleren Unternehmen war ein Fehler. Aus vielerlei Gründen. Innovationssystem kaputt gemacht von Gesellschaften, weil Innovationen entstehen oft da in den kleinen und mittleren Unternehmen. Viele andere Gründe will ich jetzt nicht aufzählen. Echte Marktwirtschaft heißt, dass Unternehmen mit verschiedenen Eigentumsformen konkurrieren können unterhalb der Ebene großer Unternehmen. Und bei den großen Unternehmen bin ich dafür, dass sie in Mitarbeitergesellschaften verwandelt werden. Das wäre eine Eigentumsform zwischen Staatseigentum und Privateigentum an Produktionsmitteln und würde sowas sein wie kollektives Selbsteigentum, weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Verantwortung entwickeln müssen für das Eigentum, was ihnen anvertraut ist. Das reicht alleine noch nicht aus, um Negativeffekte, wie wir sie in Jugoslawien gesehen haben, mit der Selbstverwaltung zu vermeiden. Nicht? Da haben auch Arbeiter für Kurzfristorientierung plädiert. Ne? Lieber mal auszahlen, als zu investieren. Aber wenn man das in Wirtschafts- und Sozialräte einbettet, die Langfristinteressen repräsentieren,
dann hätte man zumindest einen gewissen Sicherungsmechanismus. So, das vierte Kernprojekt, nee, das fünfte, nee, ich bin beim fünften jetzt. Das fünfte, das, also nochmal aufzählen, Regulationsweise, Rückverteilen, Demokratisierung der Wirtschaft. Tatsächlich habe ich jetzt irgendwas vergessen und ich komme nicht drauf. Bitte? Ja, das gehört aber mit zur Regulationsweise, komm ich jetzt nicht drauf. Auf jeden Fall gehört zu den gehören noch zwei Sachen zu den Kernprojekten. Bruch mit expansiven Prinzipien und militaristischen Prinzipien in der Außenpolitik. Weltinnenpolitik. Das ist besonders schwierig, weil wir gegenwärtig in der Linken eine solche Verwirrung haben über außenpolitische Fragen, dass es kaum möglich ist, diesen gordischen Knoten zu durchschlagen und zu entwirren. Ja? Also bei manchen hat man das Gefühl, die glauben, dass Putin-Russland sei noch die Sowjetunion, mit der man besonders solidarisch sein müsste. Und so, also ich will das jetzt nicht ausbuchstabieren, was es alles gibt. Ich würde sagen, Neosozialisten sind und Sozialistinnen sind in einer Position, wo sie sagen müssen, es gibt keine Heimatländer. Das ist... was, das ist altbekannt, Rosa Luxemburg hat das auch schon so gesehen. So, und wenn man davon ausgeht, es gibt keine Heimatländer, dann muss man die Kriterien bestimmen, die einen illusionslos zu dem führen, was jetzt in der Sphäre, wo Staaten und Regierungen operieren, möglich ist. Und da muss das Kriterium 1 sein, Krieg vermeiden. Es gibt gegenwärtig nicht eine Bewegung der Blockfreien, was ja, also auch sowas müsste sich wieder formieren. Aber schon dieses eine Prinzip, Krieg vermeiden, hat eine Menge von Implikationen. Würde zum Beispiel bedeuten, dass man jetzt mal kritisch bilanziert, wie die deutschen Experimente mit Auslandseinsätzen der Bundeswehr eigentlich verlaufen sind. Könnte man jetzt mit Afghanistan anfangen? Das schien ja eigentlich begründbar zu sein. Es kann sein, dass Paul Schäfer mir jetzt heftig widerspricht, aber Enduring Freedom. Kein einziges dieser Ziele ist erreicht worden. Kein einziges. So, aber es gibt keine öffentliche Diskussion und auch keinen, dementsprechend keinen entsprechenden Diskurs. Ja. Aber statt jetzt immer neu an bestimmten Punkten abzulehnen, warum oder zu begründen, warum man gegen Auslandseinsätze ist, wäre das eigentlich die Debatte, die zu führen ist. Was sind kooperative Prinzipien von Außenpolitik, die Krieg vermeiden? Und die schließen leider ein, dass man beim Status quo auch mit Staaten kooperieren muss, die in ihren Herrschaftssystemen alles andere als progressiv sind. Wie der Iran und andere. So, also neue, ja, ich muss zum Schluss kommen. Also, neue Außenpolitik und ich habe ein sechstes Projekt. Ich habe jetzt irgendeines unterschlagen, ich weiß es nicht mehr, aber eines würde ich auf jeden Fall neu dazufügen und das will ich nur andeuten. Das ist jetzt alles sehr hochgehängt, sehr abstrakt. Das, was wir aber auch brauchen, ist eine Debatte über, ich nenne es nicht neue Lebensweise, sondern eine Qualität sozialer Beziehungen, die es uns ermöglicht, Solidarität im Alltag zu erfahren. So würde ich das mal formulieren. Das scheint mir ein ganz springender Punkt zu sein und auch der alltagspraktischste von allem, was mit Neosozialismus zu tun hat. Also ich sage es mal salopp, wenn sich Linke für einen Neosozialismus einsetzen, sich in der praktischen Politik und im Alltag aber verhalten wie die letzten Idioten, wie die letzten machtgeilen Idioten oder auch nicht machtgeilen, ja, dann diskreditiert das linke Politik. Und das ist ein sehr schwieriger Punkt, weil bei allem, was ich sagen würde für die 1970er Jahre, als ich mit Paul da diskutiert habe, war in unserem Laden in Spartakus eines klar, es gab Leute, auf die man sich unbedingt verlassen konnte, die nicht als erstes im Kopf hatten, was ist mein eigener Vorteil, was ist sozusagen eine Aufstiegs- oder Karrieremöglichkeit, sowas war weit von uns, ja. Sondern es war völlig klar, so sehr wir uns gestritten haben, wenn es darauf ankam, konnte man sich auf bestimmte Leute verlassen. Das ist eine Grunderfahrung, wo ich sagen würde, den jungen Linken, die jetzt bei mir zum Studieren kommen, fehlt die völlig. Vollständig. Die würden das aber gerne haben. Man merkt ein Bedürfnis nach sowas. Aber die Grunderfahrung ist nicht mehr da. Ich weiß, jetzt kommt an der Stelle immer der Einwand, du idealisierst das zu sehr. Der Thalia-Chef
in Jena, als ich das gesagt habe, sprang gleich auf und sagte, das sei alles scheiße, wie viele Leute kaputt gemacht worden sind in den linken Gruppen. Und es stellte sich dann raus, dass er in Bremen irgendwo in einer maoistischen Gruppe gewesen ist und sein ganzes Eigentum gespendet hat und alles und ging ihm nicht gut dabei. Also ich will das jetzt nicht schönreden. Ja? Das hat es alles gegeben, auch in meinem Laden. Trotzdem gab es auch diese Grunderfahrung. So, und das finde ich, müsste ein wichtiger Punkt sein. Ich sage das nicht nur für unsere Erfahrung, sondern zum Beispiel auch für die Erfahrung von Menschen, die AfD wählen, nicht mehr in der DDR sozialisiert worden sind, jedenfalls nicht politisch bewusst, aber sagen, wir wollen eine Gesellschaft, wo es nicht nur um Ellenbogen und Geld geht. Und meine Eltern haben mir gesagt, sowas hat es schon mal gegeben. Ich will nicht DDR zurück, aber ich will sowas erfahren. Das ist, glaube ich, ein ganz springender Punkt, wo wir noch keine Lösung haben. Also die Beziehungsweise, die gesellschaftliche Beziehungsweise. Und darüber nachzudenken, das schließt ja alles ein, Konsum, Lebensorientierung und so weiter, ist aus meiner Sicht ein zentraler Punkt. Und damit komme ich zum Schluss. Ich lasse jetzt sozusagen alles weg, was da noch dazu zu fügen wäre, sondern sage jetzt nur kurz den Weg, wie wir da hinkommen. Das ist ganz simpel. Wir müssen nur gesellschaftliche Mehrheiten gewinnen und mit den Nachhaltigkeitszielen können alle übereinstimmen. Ich habe da noch so eine These zur Klassenpolitik drin, die aber sozusagen eher darauf verweist, dass alles, was mit Arbeiterbewegungen, Klassenverhältnissen zu tun hat, gegenwärtig so unter die Räder gekommen ist, insbesondere in der akademischen Linken, dass man das jetzt wieder besonders betonen muss. Ich meine damit aber nicht ein Zurück hinter Einsichten, dass patriarchale Herrschaft, Kolonialismus, Postkolonialismus, Rassismus und so weiter als gleich ursprüngliche Herrschaftsform kein geringeres Gewicht haben als die Klassenspaltung, die Spaltung zwischen Kapital und Arbeit. Aber der springende Punkt ist, aus meiner Sicht braucht es so etwas wie Einstiegsprojekte in Gesellschaftsveränderungen, die mit der sozialen Realität hier und jetzt zu tun haben. Und jetzt sage ich was ganz Reformistisches. Ich plädiere für einen Green New Deal. Also jetzt würde wahrscheinlich Bernd Rixinger mir schon sagen, er wird es nicht laut sagen, aber ins Ohr flüstern, Reformist. Aber ich habe ja plädiert, weil ich schon dafür gesagt, dass ich für eine nicht kapitalistische, neosozialistische Gesellschaft bin. Aber die Grundfrage ist, Hans Günther, glaube ich, hat gerade einen Artikel geschrieben, wie kommt man dahin? So, und da stelle ich fest, die ökonomisch-ökologische Zangenkrise hat das Wirtschafts- und Industriemodell der Bundesrepublik in seinem Kern erreicht. Wir sehen das Vorspiel in der Braunkohle, Lausitz, und auch hier in NRW. Wir werden den Orkan aber erleben im Wertschöpfungssystem Automobil, bei den Autoproduzenten und den Herstellern. Glücklicherweise hat das EU-Parlament Dekarbonisierungsziele formuliert, die sehr klar sind. Das ist übrigens die einzige Krise, deren Ende man jetzt schon weiß. Nicht? 2050 muss die Wirtschaft dekarbonisiert sein. Deshalb darf man auch von Krise sprechen. Krisen müssen ja ein Ende haben. Nicht? Also 2050 muss das erreicht sein. Das ist der größte Umbau, den das Industrie- und Wirtschaftsmodell seit Jahrzehnten, wenn nicht seit Jahrhunderten, zu realisieren hat. Gegenwärtig läuft der Konflikt so, dass die ökologische Konfliktachse und die soziale sich gegeneinander verselbstständigen. Das führt auch zu einer Polarisierung, die läuft zwischen Grün und Blau-Braun. Und alles, was rot schattiert ist, in den verschiedenen Schattierungen, hat es schwer, sich da überhaupt zu behaupten. So, und wenn man das ändern will, und man muss es ändern, aus meiner Sicht, muss man ökologische und soziale Nachhaltigkeit zusammendenken. Und das verbinde ich mit Green New Deal. Ich mache es jetzt nur noch an einer einzigen Forderung, um anzudeuten, in welche Richtung das geht. Alles Weitere dann für die Diskussion. Die linken US-Demokraten, Alexandria Ocasio-Cortez, mit der ich inzwischen in einem guten Kontakt stehe, hat eine Resolution eingebracht in das Repräsentantenhaus der USA, wo unter anderem für diesen Green New Deal gefordert wird, dass all diejenigen, die ihre Arbeitsplätze in den Carbonindustrien verlieren, eine Garantie erhalten, nicht nur auf einen Arbeitsplatz, sondern auf einen Arbeitsplatz, der so bezahlt ist, dass er nicht mit Statusverlust verbunden ist, der ermöglicht, die betreffenden Personen und ihre Familien auf einem angemessenen Niveau zu reproduzieren. Und das ist auch verbunden mit einer Arbeit, die sinnvoll sein muss. So,
Das halte ich für eine sehr gute Forderung. Die deutschen Gewerkschaften, beispielsweise die IG Metall, trauen sich nicht, eine solche Forderung zu erheben. Die fordern Transformationskurzarbeit. Kann man auch fordern, ist jetzt nicht völlig verkehrt. Das Hauptargument gegen die Forderung der Democratic Socialists in den USA ist, es ist nicht realistisch, kann man im Kapitalismus nicht erreichen, haben wir nicht in der Hand. So, und da würde ich sagen, liegt doch eine Aufgabe der Linken, oder? Also Forderungen zu entwickeln, die auf der einen Seite Grundbedürfnisse aufgreifen und die auf der anderen Seite aber über Systemgrenzen hinausweisen oder sie zumindest anzeigen. Das wäre eigentlich was, was die politische Linke in die Gewerkschaften einzubringen hätte. Und so verstanden würde ich tatsächlich für einen Green New Deal plädieren und würde das als ein Einstiegsprojekt in eine Politik verstehen, die eine neosozialistische Option zumindest austesten will. Vielen Dank. Thank you.